Okay, wir sind so weit durch, glaube ich. Da Oder oben ging es kriege ja ich noch keine mal Schwer. höher? Also wir müssen noch runter, glaube ich. Ach, kommt man denn hier aufs Dach hoch noch? Irgendwie? Ich wüsste jetzt so spontan nicht. Warte mal, war da hinten? Nee. Wir waren doch schon auf dem Dach am Anfang, erinnerst du dich Doch, da nicht? kann man. Ja, ich weiß, da wollte ich noch hin. Aber wir waren Was doch haben gleich wir am sie? Anfang auf dem Dach. Da hinten kommt sie. Hier ist ein schwebendes Was ist Auto. denn das? Schwebt das bei dir auch? Ja, aber was ist denn das da hinten, Feder? Guck mal! Die sind neu. Siehst du den? Ja. Das sieht aus wie Militärzombie, so Das ein ist bisschen. mega Oder das ist kriminell. eine neue Das ist der Rocker-Variante. Rocco! Das ist der Rocco! Wow, der mag mich. Rocco, na komm her, mein Pass Freund. auf, die Rocker sind besonders stark. Ich weiß, der ist Okay. Er ist gestunt. Oh, welches. Ah, er ist am Boden. Hell's Genau. Angels oder sowas. Aua. Hoffentlich hilft das nicht gerade. Ah, ich könnte die Autos auch zerlegen. Ja, das hätte ich das auch Nein, nee, ich gemacht. meine, ich hab das richtige Zeug dabei gerade. Ich glaube, ich muss dann mal meine Holzfällerachse reparieren. Was ist das denn? Ein Motorradlenker. Das ist ein Anfang. Ein? Oh, hier ist so ein Schrank. Ah, da ist was versteckt. Ein muffiger Rucksack. Oh, warte mal, komm mal her. Was denn jetzt? Oh, die sind gut. Die sind gut. Muss mal ganz kurz meine. Ach, Packesel. Oh, Packesel erhöhen, genau. Tipptopp. Super. Oh, ich kann auch noch mal 2 Punkte verteilen. Das hab's noch gar nicht Ja, gecheckt. das geht relativ gut. Ich glaube, da ging es nicht weiter. Da ging es, glaube ich, bloß noch raus. So, ich hab dann noch mal erstmal den Abbau weiter verbessert. Ne, wir sind hier fast durch. Hey, den Abbau Ach so. von Rohstoffen. Ja, aber hier sind wir, glaube ich, fast durch. Nein. Doch, doch, das ist nicht mehr Noch groß. ein Das ist ein Board. großes. Ihr müsst hier gleich ein Trainingsareal kommen. Genau da. Hier kommt, glaube ich, einer Hier. raus. Nee, da nicht. Oh, Zeral! Schieß! Schieß! Schieß, Mann! Lauf weg, lauf weg! Tür zu! Okay. Ich brauche kurz Schmerzmittel. Hast du nachgeladen? Ich mach gleich die Tür auf und du schießt. Jetzt! Oh, Gott sei Dank, ich hasse Zerale. Ich weiß. Wenn wir dann richtig bewaffnet sind, geht das viel besser. Ja, natürlich, aber wir sind halt noch nicht richtig bewaffnet. Hier vorne kommt noch ein Billardtisch. So, was hier drin ist. Und mal Bücher. Hier geht's raus. Ja. Den Weg haben wir normalerweise immer genommen. Mineralwasser. Ist aber mittlerweile auch nicht so wichtig. Guck mal da Oh, hinten. da kommt's weh. Ist da ein Terraner dabei? Habe ich nicht gesehen Nee, jetzt. sieht nicht so aus. Er sieht von GTA 5 hier, dieser hier. Keine Ahnung. Oh, das sind. Die haben jetzt neue Village People, wie es aussieht. Das sind Bauarbeiter hier. Ja. Die hätten aber eigentlich beide lassen können, finde ich. Da hätten sie ein Die bisschen haben mehr Abwechslung detaillierter. gehabt. Das ist ein detaillierter. Warte mal. Oh, jetzt kommen wir. Nein, guck mal her. Kannst du Kameras Ich bauen? bin voll. Ich kann es nicht mehr aufnehmen. Dann nimm Kannst es du lieber mit. Kameras her? Nimm es einfach mit. Müssen dann einfach gehen, glaube ich. Da fällt mir gerade ein, da ist noch Schem drin. Ich habe Ja, unbedingt Bier hier unten ist mitgenommen. Mineralwasser. Ich habe Bier mitgenommen und hab's nicht getrunken. Auch nicht. Da sind noch Saatgut drin. Oh, Miso-Suppe. Wenn du mitnehmen kannst, nimm Ich mit. hab Platz, ich hab Platz. Ich zerlege jetzt mal ein bisschen was hier. Ja, schon gemacht. Braun, so ein Scheiß. Oh, Yucca-Samen, nehmen wir mit. So, irgendwas konnte ich doch gerade noch nicht mitnehmen. Ich Haben wir habe alles alles? geräumt, ich habe alles Okay. geräumt. Viel Platz hatte ich noch. Was bringt Das eigentlich hat die hier nur eins Kreidetafel? fast. Ist eigentlich sonst nichts. Wow! Ah, ist doch nur Stein.
Wo ist das halt jetzt immer rein. Ich bin immer oben rein, deshalb. Ich habe einen Billardtisch zerlegt. Okay, ich denk mal, wir hauen ab. Dach geht nicht. Hä? Dach. Manchmal kann man nämlich auf dem Dach nämlich noch was gründen. Ja, aber das ist jetzt nicht unbedingt wert. Ich muss unbedingt auslernen und dann können wir nochmal herkommen, aber jetzt gerade bin ich ziemlich voll. Hä? Euch waren wir noch nicht drin. Wo waren wir nicht drin? Euch waren wir ja auch schon drin. Ich weiß immer nicht, was du meinst, aber ist egal. Ah, jetzt, ich könnte nicht an mein Fahrrad, weil der Baum wohl im Weg war. Mein Vogelnest. Nehmen wir nochmal auseinander. Nee, nicht auseinandernehmen. Nicht zerlegen, nur durchsuchen. Kann ich ja durchsuchen. Und zwei Eier drin. Gut, ich habe auch eins gefunden. Und 12 Federn. Federn habe ich hier gefunden. Ich habe einiges an Eiern gefunden. Die habe ich alle. Eier sind gut, da kann ich Eier und Speck machen. Ja. Das ist das beste Gericht, was wir aktuell machen können. Ich brauche unbedingt Rezepte. Oder Level aufsteigen. Nee, ich brauche Rezepte. Ich kann die Sachen teilweise schon machen, aber mir fehlen halt die Rezepte dafür. Ich kann unser ganzes Gemüse nicht effizient nutzen. Nee. Gott, wie traurig das ist, mit dem Fahrrad rumzufahren. Aber wir fangen nicht mit diesem kleinen Minibike an, also wenn, dann machen wir den Motorrad hier. Ja, ich glaube, das lohnt sich auch jetzt nicht unbedingt. Ach, shit. Das war schon benutzt. Okay. Jetzt kommt das Schlimmste nach Natur. Ausräumen. Ich hab oder einfach in die Kiste geknüllt und fertig. Einräumen eher. Ich hab das ist auch dann Spielman, mach du mal. Also irgendwer muss die Ordnung halten, das geht nicht anders. Haben wir noch irgendwo Baupläne? Kleidung, Rüstung, Rüstungsteile, Mods, Waffen, Waffenteile, Werkzeuge. Bei Rezepte. Ah ja. Oh, die Bäume wachsen. Bei Rezepte ist ein Kochgrill drin. Ja, das war Freeman, das war ich nicht. Ich habe die Rezepte, die drin waren, habe ich verwendet, weil das konnte ich nicht. Das ist okay, also, dafür sind die ja da drin. Mods. Waffenteile. Will ich gar nicht. Händler. Machen wir auch mal die Schmiede an bei der Gelegenheit. Vielen geschmissen. Koch das Wasser. Koch das Wasser kommt ganz rechts. Ja, das, hast du irgendwie, das hast du auf den Boden gehauen. Hä? Okay. Habe ich nicht gemacht eigentlich. Sag daneben, ihr Beutel. 7 Stück waren da drinne. Das verstehe ich jetzt zwar nicht, aber ist egal. Das warte mal, kann ich? Beete und Felder, was habe ich denn? Verrottendes Fleisch habe ich doch noch. Ich hatte doch verrottendes Fleisch, wo habe ich das? Ist das hier drin gelandet? Hier 27, beim Essen ist es mit drin. Warte. Also, beim Essen, okay. Kann ich kurz rein? Ja, warte. 27 ist gut. Ach, haben wir noch irgendwo Nitratpulver? Ich habe 2 gerade mal einstecken. Ich habe was gefunden, okay. Okay. Wo kommt der Roboterkammer hin? Das bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber ich kann jetzt noch mehr Beete und Felder machen. Bei Waffen liegt doch. Darstellt, weil es ist nicht so richtig. Ich glaube, das ist wirklich so ein Geschütz, was du hinstellst und als Gegner in den Schritt schlägt oder so. Wow. Ich baue jetzt noch ein paar Beete und Felder hierher. Okay. Wir brauchen dringend mehr Essen. Vielleicht können wir uns dann irgendwann auch mal erlauben, da eine vernünftige Anordnung zu bauen. Aktuell sind wir echt noch am Überleben, wenn ich ehrlich bin. Ja,
aber wie gesagt, das dauert halt seine Zeit immer. Erinnert mich so ein bisschen an die Anfänge von Project Zomboid immer. Anfangs ist es noch okay, weil du haufenweise Essen in den Kühlschränken findest, aber so nach einem Monat hast du das Problem, dass das Essen alles verdirbt. Und du nur noch auf Dosen und sowas zurückgreifen kannst, wenn du nicht in der Lage bist, selber irgendwie Essen heranzuschaffen. Wenn du nicht selber schaffst, was ranzuschaffen, oh, so läuft immer das. Naja, es ist jetzt eigentlich nicht so schwer, weil ich sehr viel in den Wald gegangen bin und Beeren gesammelt habe und dann eigentlich immer nur Beeren gegessen habe. Okay. Aber ich bin, ja, ich habe halt ein Lager, da sind, ich weiß nicht, wie viel 100 Kilo unverderbliche Lebensmittel jetzt mittlerweile drin gewesen zum Schluss. Oh, ist doch nicht schlecht, oder? Wenn du genug hast. Ja, ich habe die ganze Stadt ausgeräumt. Noch eine Flugtour machen? Ich dachte schon, es ist ja noch Tag. Was für Saat haben wir denn alles noch? Wir haben etliches. Wir haben, warte mal. Die Frage ist, auf was wollen wir jetzt gehen? Warte mal, ich kann dir sagen. Wir haben Hopfen, wir haben Kaffee, wir haben Yucca, wir haben Mais. Und Baumwolle haben wir. Ich guck mal kurz rein. Moment. Oh, ich bin nicht mehr recht. Die Frage ist, wir brauchen irgendwas, was uns wirklich Essen bringt. Ich pflanze mal einen Wildbretbaum. Wildbrettbar, ja, jetzt geht's los. Aber cool. Wäre wirklich cool, wenn so das geht. Kaffee, Mai. Quasi wieder nicht rein. Mais. Ich würde auch gerne ein bisschen Hopfen anbauen. Hopfen ist gut für Bier. Ja, es ist jetzt nicht so wichtig, aber. Ehrlich gesagt, wenn du in der Apokalypse überlegen musst, was du isst. Meine letzte Intention wäre es wirklich, Hopfen anzubauen, erstmal. Hopfen kannst du als Zuschuss, dann nehmen. Da würde ich lieber, 10 Felder mit Mais anbauen oder mit Zwiebeln. Als zu sagen, ey, ich brauche jetzt ganz, ganz dringend Bier. Der einzige Vorteil, den Bier hat, ist, wenn du es brauen kannst, erstmal, du brauchst die achtfache Menge an Wasser. Warum darf ich das? Ach, jetzt. Was schon mal schlecht ist, wenn du das Wasser nicht aus dem Wasser ankriegst. Und dann musst du es können. Weil es auch nicht leicht. Und dann brauchst du auch Gerste. Was? Also im Grunde ist das eine ziemliche Verschwendung. Eigentlich ja, das stimmt. Von Rohstoffen. Tatsächlich, wenn du eine Flasche Dings anbaust, wie heißt's? Eine Flasche Wodka. Brauchst du 20 Kilo Winterweizen. Für eine Flasche. Ich überlege gerade. Stahlaxt. Ist das nur ein... Ist eine Waffe. Ist eine Waffe. Es zählt als Vorschlaghammer, denke ich mal. Probier's mal. Mach ich mal immer. Schädelbrecher musst du dann nehmen. Ja, habe ich gerade gemacht. So, hier kommt gerade ein bisschen Mais raus, wenn du dich bedienen möchtest. Immer Zähne weg. Ja, nimm ruhig alles. Ja, ich reicht erstmal. Oder nehmen wir gut nur 4 und dann ist gut. Ja, da können wir nochmal losdonnern hier. Ich brauche noch ein bisschen hier mit dem Aussortieren. Ich hatte nämlich das Format schon laufen wollen bei mir. Ist bei dir auch noch was drin oder? Nö, ich glaube, du hast das aus, was mit rausgenommen von mir. Du hast es ja bei mir reingelagert, deshalb. Oh ja, ja, das ist okay. So, hier könnte ich noch ein bisschen. Was bringt die Aloe-Creme? Soll ich die Aloe-Creme mitnehmen? Ja, die bringt ja wirklich was. Ein bisschen aber nur. Außer wenn du Verband machen kannst, dann mach dir Verbände. Oh ja, warte mal. Kann ich ja. Hast du Hilfeverband machen? Der hilft dir viel mehr als Aloe. Ja, ja, stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Ach, da brauche ich ja Stofffetzen. Ach, da kann ich nicht einen Verband nehmen und. Nein, ich brauche. Stofffetzen. Ja, ja, ich sehe schon. Warte mal, haben wir nicht irgendwo welche gehabt? Ja, ja, wir haben etliche. Ich räume mal kurz die Kisten um, wenn du nichts dagegen hast. Ja, mach. 14 Mal kann ich machen. Ja, dann mach dir doch. Das ist nämlich immer wirklich Besseres da als so vor. Rüstungsteile.
Hier hast du nochmal 48 Stofffetzen. Nee, ist okay, hab ich. Ich hab genug. Wo hab ich jetzt. Ich hatte doch gerade hier Rüstung. Und 129 Nitratpulver haben wir auch noch hier. Bei Resis drin. Ja, ja, ist okay, das habe ich vorhin reingeschmissen. Das war doch übrig. Da sind die Rüstungsteile, da ist auch Blei. Hier liegen einige Kisten, sind nur toll durcheinander hier. Die ja, die rechts wird, die rechts ausräumen und hier mit einsortieren. Können wir den Abstand machen? Ja, aber jetzt will ich erstmal ein bisschen was hier machen, wenn es okay ist. Warum ist da ein Lagerfeuer drin? Ehrlich? Cool. Ach, von den Erste-Hilfe-Verbänden kann man nur 5 Stück. Ja, da kann man nur 5 Lager mit einmal. Das hätte ich jetzt sagen können. Was ist das denn? Elektroverschaltung. Hast du gefunden? Eine Elektroverschaltung, keine Ahnung. Wenn ich das jetzt weghaue, fällt der Gebietsschutzblock runter, glaube ich nicht, ja? Ich glaube schon. Lass es mal noch stehen. Das können wir später noch machen. Oder an die andere Stadt jetzt hier nach links oder wo willst du hin? Das ist mir eigentlich erstmal egal. Okay, ich packe jetzt alles übrig jetzt in die Ressourcen rein, das ist ja. Ach, das ist auch manchmal. Das Sortieren macht mich ein bisschen wahnsinnig. Da ist noch die Schneebären, brauche ich jetzt gerade noch nicht. Da hatte ich es ja immer so gemacht, ich hatte nur 2-3 Kisten als Müllkisten. Und wenn ich Loot-Tour fertig hatten, also ich, hatte ich dann angefangen die Kisten zu sortieren erstmal in Ruhe. Ja, ich muss da sowieso im Allgemeinen mal ein bisschen was rein. Warte mal, was wollte ich jetzt gerade machen? So, Munition. Zweimal Händler? Ja, das hat. Ich weiß nicht, warum man das zweimal gemacht hat. Rüstungsteil da. Da. Haben Clown haben wir mal in die Werkzeugkiste gepackt. Ja, ist okay, den brauche ich später mal wieder. Den Stahl behalte ich mal, das lasse ich mal hier. Die lasse ich auch mal hier, das kommt hier hin. Stahlknüppelteile brauche ich gerade nicht. Den Schraubenzieher nehme ich mit. Die Bleibatterie lasse ich hier. Eisen lasse ich auch mal weg, das lasse ich weg. Das kann hier bleiben, das brauche ich gerade auch nicht unbedingt. Scheiß auf die Federn, das können wir alles später mal machen. Das sollte jetzt eigentlich soweit passen. Ach nee, ich brauche noch ein was von da drüben. Wo habe ich's denn? Da. Die braucht man. Okay. Gehen wir nochmal in die Stadt, oder? Ja, wir können in dieselbe nochmal gehen oder in die andere Richtung. Ich bin ja eigentlich zwischen zwei hier. Ich will bloß mal was gucken. Kann ich denn Stahlknüppel bauen? Stahlknüppel. Der Schlagmann Band 6 brauche ich dafür. Der sieht ja geil aus jetzt. Halt, warte. Nee, das Essen habe ich dabei. Oder wollen wir in die Stadt? Nee, wir gehen in die Stadt nochmal. Auch wenn die ein Stück weg ist. Für Schläger und Knüppel herstellen. Kannst du das? Ein Kettenmod herstellen. Für Schläger und Knüppel. Ach so, ja, nee. Wir brauchen den Schlagmann Band 6, damit ich. Damit ich Stahlknüppel für uns herstellen kann. Ich kann schon Level 4 herstellen. Weil wir haben so viele Teile für Stahlknüppel. Aber ja. Wir können die Knüppel nicht herstellen. So eine Art Baseballschläger, so eine Art, oder was? Ja, der sieht aber nicht mehr aus wie ein Baseballschläger. Ey. Der sieht richtig krass aus. Zumindest auf dem Bild. Mal sehen. Und ich kann aktuell schon Level 4 bauen. Also dauert es wahrscheinlich nicht lange, bis ich da schon die höchste Stufe bauen kann. Ich weiß gar nicht, woran das mit den Leveln hängt aktuell. Wo ist eine Henne? Wo? Erschieß sie! Ja, hier? Ja. Die ist ein bisschen weit weg. Hier unter dem Baum hier, links neben mir. Ah, ich sehe sie! Warte mal, ich geh mal hin. Vielleicht kriege ich sie. Dann viel Spaß. Ich sehe sie gar nicht mehr, weil jetzt Baumwolle da. Die sind am Baum. Da, ich sehe sie. Warte. Das ging, glaube ich, daneben. Ja, durchaus auch. Geh ruhig weiter, ich komme gleich. Guck noch, ob ich, weil Fleisch braucht man halt. Vielleicht kriege ich es ja auch mit dem Knüppel. Ey, die ist zu schnell. Die sind sehr schnell, die Knüppel. Hab eine erwischt. Hurra.
Oh, ist die Feuerstation hier. Ja, super, da gibt's auch noch mal, da gibt's auch noch mal Sachen. City Fire Station Nummer 7. Ach, okay. 10-mal Fleisch aus dem Huhn. Das ist was mir bei Project Zombie irgendwie gefehlt hat, dass man Tiere halten kann. Das stimmt, da hast du wirklich vor. Eigentlich wollte ich immer eine Kuh haben. Die bringt viel Fleisch und solche Sachen, das ist so. Nee, wegen der Milch. Du hast das Problem, es gibt zwar Milch, aber für einige Rezepte brauchst du Milch und irgendwann gibt's keine mehr. Weil ich habe zwar haufenweise Milch, die ist aber total vergammelt. So, das Auto ist vor der Tür, habe ich schon mal kaputt gemacht. Hier sieht es auch ein bisschen anders aus. Feuerstation 7. Ich habe gesagt gerade. In der 7 habe ich nicht wahrgenommen. Okay. Pass auf, da sind einige. Ja, ich merke es gerade. Wir kommen schon erst an. Mach mal die Tür zu, ich muss kurz was essen. Ist auch gerade unwichtig geworden. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn wir die Maiskolben essen, bringt das fast gar nichts. Okay, ich helfe dir erst. Ich mach auf. Warte. Ja, warte. Ist das nicht der Rale? Nee. Hau erstmal auf die. Oh, Kopf weg, Walls. Ich esse noch ein bisschen was. Ich komm bloß gerade, die Dame. Du solltest auch jetzt was essen. Hab ich schon. Hab schon gegessen. Dumme war, ich hatte gegessen, dem Augenblick griffen die an. Da ist noch einer drin. Ach nee, das bist du. Aha. Ich hab wirklich gedacht, dass da einer ist. Da ist noch jemand. Tschüss. Au! Die ist ja draußen. Stört die mich einfach beim Essen? Und draußen? Ja, ja, ist egal. Zum Glück habe ich gerade was gegessen. Oh, Ruhe. Ich habe eine Pistole Level 1 gefunden gerade. Oh, super, ich habe auch eine. Ja, das war schon früher so, dass du in den Toiletten öfters mal welche findest. Oben sind dann ein paar Bücher. Küche? Ich gehe schon mal hoch, okay. Pass auf, da sind noch welche oben. Ja, garantiert. Oh. Nö. Oder doch? Aber ich sehe sie nicht. Ach, von draußen. Oh, das ist ja nicht, ja. Aber es sind Frauen. Du kannst mir kurz helfen. Und ich glaube, zur Tür will auch jemand rein. Oh, das ging durch die durch. Und ich habe drüber geschlagen, das kann auch sein. Da will gerade jemand zur Tür rein. Ach so, da. Ich helfe dir. Komm zu mir. Automechaniker. Automechaniker, oder? Nee. Ich bin mir nicht sicher. Ist einfach irgendeine Type. Type. Stirb, Type! Ja, der war schon tot, deshalb war es die Wand. So, hier oben sind wieder Bücher zu finden. Ja, ist schon alles geräumt. Gut. Oh, brennender Schaftmord und eine Waffe für die. Warte, das ist was für dich. Brennender Schaft, wer kennt's nicht, wenn man den Tripper hat? Toll. Oh, das ist es was für mich, das stimmt. Die Waffe, nicht wahr? Du weißt, dass ich immer mit der Waffe am liebsten gearbeitet habe. Ja, genau, das wusste ich noch. Also gar nicht. Warte mal, komm mal hoch. Ich mache jetzt mal einen neuen Holzknüppel, weil meiner ist Level 2 und ein Level 4 hält vielleicht doch ein bisschen besser. Ich weiß gar nicht, machen die Waffen mittlerweile auch mehr Schaden, wenn die ein höheres Level haben? Ja. Dann ist es umso besser, dass ich Level 4 mache. Boah, hier bräuchte ich schon mal das Gewehr, schön. Hier kommt irgendwo jemand. Laufen unten rum. Oh ja, nee, hier kommt jemand. Oh, das ist eine schöne Stelle hier eigentlich für eine Feuerwehrstation. Verkohltes Wildbrett im Grill, oh nicht schlecht. Ja, das bringt nicht viel. Aber wenn schon etwas. Ja, okay, hier oben ist nichts weiter. Nee, doch, warte mal, pass mal auf. Da. Ah. Ja, da geht. Geh da hin. Ich hab schon ein paar Mal gehabt. Ich wollte eigentlich hier hoch. Alteisenschienen, Level 6 und die Drahtpulver. Ah, die Lähmer, die sind doch gut.
Besser als Level 3 brauchst du? Nee, warte mal, ich hole mir gerade den alten muffigen Rucksack hier oben. Mit Wasser drin. Jetzt kommen wir noch nämlich in das Seitengebäude rein. Ja, ich bin gerade auf dem Dach. Oh, da sind zwei! Ja, da sind mehrere drinne. Wir müssen gehen hier auch noch runter. Hier. Ich bin auf dem Dach. Vergessen. Ich glaube, ich esse erstmal kurz was, bevor ich die aufmerksam mache. Es bringt nicht viel, aber es könnte mich retten. Und ich glaube, dann trinke ich erstmal ein Bier drauf. Immerhin zwei Gesundheit. So. Ausdauerwiederherstellung plus 40%, Raufschaden plus 300, Betäubungswiderstand 100. Ein kleiner Rausch, du hast Lust zu raufen. Oh, es sind drei. Au. Ach, oh Mist, ich bin runtergefallen. Naja, die folgen mir wenigstens. Hinter dir. Ist der Raufschaden jetzt Nahkampf? Also ohne Waffe oder? Ohne Waffe. Ach, da bringt er gar nichts. Du musst dann nur noch mit Fäusten kämpfen. Ach so, ich wollte gerade fragen, wo du bleibst. Ich bin runtergefallen gerade. Ich sehe alles verschwommen. Ich bin runtergerannt im Instinkt. Oh, jetzt geht's mir aber dreckig. Verpasse ihm eine. Nein! Pass auf die hinterher! Okay, die müsst ihr aber schaffen. Oh! Das Auto zerlegen? Zuckerhintern gibt's hier! Was bitte gibt's hier? Zuckerhintern kann man jetzt kaufen. Warte mal, lass mich mal gucken. Felszertrümmer. Bergbauertrag. Warte mal, Augenschmaus? Beutebonus. Gesundheitsbalken, maximaler Gesundheitsbonus, kritischer Rückwiderstand, natürliche kritische Heilung. Das sind ja geile. Guck, geh mal da ran. Warte, ich mach schnell das Auto. Die haben neue Sachen eingebaut. Das ist geil. Die haben, glaub ich, ein neues Update, oder? Ja, ja, schon. Wie cool. Das ist der Zuckerhintern, sieht ja knuffig aus. Ja, es ist wirklich ein Hintern. Aber handeln plus 10, oder? Ja. Oh, Scheiße, Trupps. Warte, die hab ich gar nicht gesehen. Minus 100%. Warte. Lass mich mal reinkommen, dass mich sehen. Das ist dritte von oben. Oh, Scheiße, Trupps, ja. Fallschaden. Das haben wir noch nicht geil. Das ist cool. Wie geil. Oh, shit, Trupps steht da drauf. Wie geil. Felszertrümmer, Bergbauertrag. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Beutebonus ist auch nicht schlecht. Ja. Hier schlägt irgendwo jemand gegen eine Tür, glaube ich. Das ist hier in der hier drinne. Hier die Tür. Oder oben. Ne, oben müssen wir alles haben. Ey, da ist auch noch Umkleideraum. Ach, haben wir den vergessen? Ich guck mal, guck mal erstmal hier rein. Dann kommen wir nämlich von oben runter. Ja, aber ich spring ungern in irgendwelche Gefahren rein, wenn ich ehrlich bin. Geh doch mal hoch. Mach das. Oh Scheiße, Trupps, wie cool. Das hab ich auch noch nie gehört, sowas. Wie kommt man auf seine Idee? Das sind aber alles Sachen, die du nutzen kannst, wenn du im Blutmond irgendwie schnell flüchten musst. Wahrscheinlich. Ich glaube, die sind bei dir unten. Ich vermute es auch. Ach, hier geht's noch nach unten. Ja, unten im Keller. Hier oben sind noch Umkleide. Ach, die schlagen sich gerade außen rein. Also hier bin ich alleine. Ne, die schlagen, der schlägt sich von außen nach innen. Ach so. Komm mal her, hier sind etliche gerade. Die kommen aus dem Keller. Warum soll ich das sagen können? Bei hier oben haben wir nämlich auch noch Wow! Du hast gerannt! Oh nein, die mag mich nicht! Ich geh mal kurz raus. Geh weg, geh weg! Warte! Level up, warum auch immer! Geil! Immer noch Meute, ich brauche aber langsam ein bisschen Leben. Okay, den habe ich, glaube ich, oder? Ne, der lebt noch. Das müsste ich aber schaffen. Au! Oh, jetzt geht's mir dreckig. Ach, hier war eine Treppe. So, was bringt denn der? Oh, da ist ein Buch drin. Ehrlich? Was warte.
Kneipenschlägerei. Verursacht 10% mehr Schaden mit Fäusten. Leder, Eisen, Schlagwaffen mit Stacheln. Ja, das ist das nämlich hier, was ich meine. Und nehme ich hier. Ich habe bloß noch 30 Leben, also. Ich muss mich mal ein bisschen zurückhalten. Brauchst du Verband? Ach ja, habe ich auch noch. Gute Idee. Ist dir schon mal aufgefallen, man verliert nicht mehr so extrem viel und maximal das Leben, oder? Guck mal hier runter. Guck mal hier unten. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte bloß den hier zuerst erledigen. Und dann kamen die plötzlich von hinten. Ich dachte, das schaffe ich noch vorher. Gut. Und ich habe ein Level up. Ich will mal gucken, wo ich das reinpacke. Vielleicht gehe ich nochmal auf Prügel, Peter. Da bin ich jetzt gerade Level aufgestiegen. Ich habe doch gar nicht gemacht. Das hatte ich auch gerade. Okay, kann ich gerade nicht. Ich könnte Packesel auf Maximum machen. Ich glaube, der ist ja noch gestorben gerade. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Der ist tot? Ist egal. Ach, den da draußen habe ich erschlagen. Das war ich. Du leckst schon wieder. Es macht nichts. Noch läuft's. Jetzt geht's wieder. Das hängt vielleicht auch mit unserem Internet zusammen. Medizinische Vorräte. Ja, Erste-Hilfe-Verbände. Und Munition. Ja, Munition, die mir nichts bringt. Und Waffen. Ja, Waffenteile und Munition, die mir nichts bringt. Ich habe vor Eisenvorschlaghammer Level 1. Und behalt den für Freeman, wenn er die Axt nicht will. Und Stofffetzen, die mir nichts bringt. Warte mal. Waffenteile brauche ich Schrotflintenteile. Ich kann, glaube ich, eine Komposit-Schrotflinte bauen. Schrotflintenteile haben wir. Guck mal, wird das rot oder ist das. Ach nee, ist die Feuerwache, okay. Ich habe gerade Angst gehabt, dass. Hey, komm mal mit. Wir gehen jetzt mal hoch. Ja, das wollte ich gerade vorschlagen, dass wir hochgehen. Hier kannst du mir auch noch was finden. Schränke mal zerlegen. Reingucken. Spinde. Ein Baseball Cap und Munition. Was man halt so findet in Feuerwehren. Ja, vor allem Munition in Feuerwehren. Ja, natürlich. Wie kannst du denn? Ja, das wollte ich nämlich. Nahrungs. Kaffee und sowas. Meister. Willst du was vom Kaffee? Ja, ich habe auch Gold. Ich habe auch Goldrutentee. Habe ich selber von uns gefunden. Der nicht. Ist irgendwie relativ sinnlos. Baseball Cap zerlege ich. College-Jacke. Oh, die ist gar nicht mal schlecht. Ich habe ja noch einen Lederponcho an. Hast du auf Dach alles geholt? Ich glaube schon. Oh, die College-Jacke lässt mich 10% schneller laufen. Den hast du nicht. Ach so, da. Ach nee, Entschuldigung, ja. Ja, ich war ein bisschen besorgt wegen Angriffen. Warte, jetzt bloß nochmal Müll. Ja, okay. Das andere, das gab's nicht mehr. Ich glaube, es gab aber, glaube ich, da hinten auch eine Treppe irgendwie. Ja, die führt aber übers Dach, bloß zum Dach. Ah, okay. So. Wir könnten noch ein Haus machen, wenn du willst. Oh, hier ist noch was. Hier ist ein Rucksack hier oben. Gut, umso besser. Ich geh mal das Haus gegenüber. Hier ist eine Luke. Hab ich nicht gewusst. Hier oben. Eine Futterluke? Die geht genau nach unten. Die geht genau nach unten. Ah, alte Lampen. Und sogar Briefkasten kann man mittlerweile immer durchsuchen, wie es aussieht. Konnte man in der 18 auch schon. Nee, nicht immer. Was ist das hier? Ui, das lassen wir mal. Hab ich denn noch irgendwas zu essen, außer dieses... Das ist doch Feuer. Ach, das ist ja gemein. Das hört ja mitten auf die Leiter. Ja, dass du nicht hochklettern kannst. Hast du noch was zu essen? Genau hier am Anfang. Hast du noch was zu essen zufällig? Nee, ist egal, ich finde vielleicht noch was. Nee, ich hab leider nicht. Okay, schauen wir mal das. Ach, das Haus kenne ich. Ich glaube euch auch. Da war ich mit Freeman. Guck mal schnell, was umlagern ist. Vorrat. Ich trink mal kurz einen Kaffee. Schnellere Erholung kann ich mehr zuschlagen. Och, da ist ja noch mehr. Nee, alles gut. Geh weg. Ich konnte nicht weggehen wegen dir. Umgefallen. Und kann nicht mehr alleine aufstehen. Weißt du was, ob du da mal hinten machst? Das Stoppschild hängt auf deinem Hintern. Auf meinem Arsch? Echt? Was hab ich denn an? Warte mal.
Das ist die seltsische Rüstung. Das schenkt so halb über den Arsch drin. Warte mal kurz. Ist es immer noch? Es ist weg. Das ist der Alteisenbrustpanzer. Warte mal, zieh den mal an. Komm mal rein, zieh den mal an, das will ich sehen. Ich hab das jetzt erst gesehen. Warte. Ach, ich habe noch an, warte. Ach, was mache ich denn? Zieh den mal an. Mal sehen, ob das bei mir bitte auch ist. Bitte, Eisenbrustpanzer. Nee, du musst den Mantel ausziehen, glaube ich. Achso, warte mal. Der hängt da drüber. Nee. Ja, tatsächlich! Bleib mal so. Fast überm Arsch, schade. Okay, also, kann ich ihn wieder haben? Ja, ich muss den mal reparieren, glaube ich. Ich muss auch die Folge ausmachen, fällt mir gerade ein. Ich repariere den erstmal. Mach ich nicht, das sah keiner. Wo hab ich den denn jetzt? Ne, ernsthaft, wo hab ich den jetzt gerade? Ich hab ihn doch gerade aufgenommen. Was denn das gerade? Wird was eingeschnürzt. Ich hab den doch gerade aufgenommen. Bin ich blind? Wahrscheinlich wieder mal. Ich trage ihn doch nicht schon wieder, oder? Eigentlich nicht, du. Doch, hey, ich hab den sofort aufgenommen? Was kann passieren, dass ein. Ja, du trägst. Dreh dich mal um. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Sehe ich nicht gerade an dir. Nee, ich repariere noch gerade. Ah, okay, da ich krieg. Papa, hier, guck mal. Komm, hier habe ich was gefunden. Was ist das denn? Die Kühltaschenbot ist nett. Ich muss mal meine Rüstung reparieren, die ist ziemlich ramponiert. Ach so, das wusste ich schon. Ja, ja, ich weiß, da drin. Da wollte ich auch hin. 76er Munition und ich habe keine Reparaturkits mehr. Ich habe jetzt noch, warte, ich kann nicht geben. Nee, ist okay, es war nur für meine. Egal. Da würde ich sagen, das war Let's Play 7 Days to Die für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns gleich das nächste Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bye Leute.